Aus dünner Luft gegriffen, so beschreibt ein Kreml-Sprecher die Schätzungen der USA, dass Russland in der Schlacht um Bachmut etwa 100.000 Soldaten verloren habe. Sie wurden entweder getötet oder verwundet, heißt es in Washington. Dass die Russen in der Ukraine massive Probleme haben, zeigt sich aber auch an den rhetorischen Querschlägern der Wagner-Söldner, die sich über konstanten Munitionsmangel beklagen. Fakt ist, Russland greift immer öfter Wohngebiete an, um die Bevölkerung in der Ukraine zu zermürben. Erschöpft schläft Viktorias Tochter am helllichten Tag. Um sie herum Spuren der Zerstörung. Die ganze Nacht haben sie hier in Pawlograd kein Auge zugetan. An diesem Wochenende, an dem Russland die Ukraine mit einer zweiten schweren Angriffswelle innerhalb weniger Tage überzogen hat. Wir sind in den Flur gerannt und haben uns auf den Boden geworfen. Dann hat die Druckwelle der ersten Explosion die Türen aus den Angeln gerissen. Und es folgten noch weitere Explosionen. Meine Tochter braucht jetzt psychologische Hilfe. Es ist schrecklich. Denn die russische Armee hat mit ihren Kampfflugzeugen und Marschflugkörpern wieder zivile Ziele ins Visier genommen. Und wieder gab es Tote und Verletzte in der Zentralukraine und im Osten des Landes. Dabei konnte die Flugabwehr etwa über Kiew noch Schlimmeres verhindern. Allein in der vergangenen Nacht, von Mitternacht bis 7 Uhr morgens, ist es uns gelungen, 15 von 18 russischen Raketen abzuschießen, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj am Morgen nach der Angriffswelle und ergänzte: Wir arbeiten mit unseren Partnern daran, den Schutz unseres Luftraums noch zuverlässiger zu gestalten. Erst Ende letzter Woche war ein russisches Projektil in dieses neunstöckige Wohnhaus in Oman eingeschlagen. Unter den Opfern das Geschwisterpaar Sofia und Kyrill. Sie wurden 12 und 17 Jahre alt. Bei der Trauerfeier ihr kleiner Bruder wie alle anderen Angehörigen und Freunde fassungslos. Auch die Angreifer selbst zahlen einen hohen Blutzoll. Nach Angaben des Nationalen Sicherheitsrats der USA sind allein seit Dezember mehr als 20.000 russische Kämpfer getötet und 80.000 weitere verletzt worden. Besonders hoch ist offenbar die Zahl der Opfer unter den Söldnern der Wagner-Gruppe. Die meisten der gefallenen Wagner-Söldner seien russische Strafgefangene gewesen, die ohne ausreichende Kampf- und Gefechtsausbildung in den Krieg geschickt worden seien. Zudem beklagt deren Chef Prigoschin, aus Moskau nur ein Drittel der erforderlichen Waffen und Munition zu bekommen. So habe seine Truppe beim Kampf um Bachmut 86 Mann verloren, um gerade mal 120 Meter vorzurücken. Wenn die Wagner-Gruppe untergeht, dann nicht durch die Hand der ukrainischen Armee oder der NATO, sondern durch die Mistkerle unserer heimischen Bürokratie, sagt er. Und der Druck auf seine Kämpfer könnte bald steigen. Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministers sind die Vorbereitungen für die Frühjahrsoffensive so gut wie abgeschlossen. Die Strategie jedoch undurchsichtig. Ich frage mich, wo marschieren eigentlich, wenn die Offensive unmittelbar bevorsteht, wo marschieren eigentlich die ukrainischen Streitkräfte auf? Kein Mensch berichtet davon, kein Mensch hat sie angeblich gesehen. Da stellt sich mir also die Frage, und ich bin fast sicher, es wird also nicht zu einer Großoffensive kommen, sondern es wird an verschiedenen Stellen zu kleineren Offensiven kommen. Am Wochenende sollen die ukrainischen Streitkräfte auch ein Dorf auf russischem Territorium beschossen haben. Bundeskanzler Scholz hat zuvor klargemacht, dass aus dem Westen gelieferte Waffen nur zur Verteidigung und nicht für Angriffe auf Russland genutzt werden dürfen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.